Herzlich willkommen zu diesem Spotcheck von Rømø in Dänemark. Wenn du bis hierhin geschaut hast, dann verstehst du schon sehr gut, warum es sich lohnt, sich diesen Spot etwas genauer anzuschauen. Und wenn du in Norddeutschland oder Dänemark kitesurfst und bisher Rømø noch nicht besucht hast, dann helfe ich dir, diese Lücke jetzt schnellstmöglich zu schließen. Wie immer, alle Infos zum Spot später im Video. Jetzt nochmal ein paar Impressionen nach dem Intro und dann erkläre ich dir alle Details. Viel Spaß beim Zuschauen. Danke fürs Zuschauen bis hierhin und jetzt gibt's wie immer alle Details zum Spot. Die Insel Rømø oder auch Röm genannt findest du nördlich über Sylt. Das ist die erste Insel in Dänemark auf der Nordseeseite. Ein entscheidender Vorteil von Rømø gegenüber Sylt ist, dass du mautfrei über eine Bundesstraße ganz einfach durchs Watt auf die Insel fahren kannst. Und wenn du dann geradeaus weiterfährst auf der Insel, dann kommst du genau an den Strandübergang zum Spot, den wir uns heute etwas genauer anschauen. Über Rømø kommst du auch nach Sylt, denn im Südosten unten ist Hafnebi und von dort fährt die Fähre rüber nach List. Das ist die einzige Möglichkeit, nach Sylt zu kommen mit einem größeren Wohnmobil, Wohnwagen oder Van. Wir bleiben aber auf Rømø und damit in Dänemark, denn hier geht's dänisch relaxed zu. Du kannst kostenfrei parken am Strand, musst keine Kurtaxe zahlen und wirst insgesamt feststellen, dass der Umgang mit dem Meer und der Natur hier sehr viel entspannter ist als anderswo an der Nordsee. Was auf Rømø allerdings genauso gilt wie im restlichen Dänemark ist, dass Freistehen zum Übernachten hier nicht erlaubt ist und auch eher mal kontrolliert wird. Daher auch meine Tipps zum Übernachten mit drei Campingplatzoptionen. Einmal direkt an der Strandüberfahrt zum Spot, der große Campingplatz La Kolk. Dann gibt es einen kleineren Campingplatz, das Family Camp. Und ganz im Süden unten, hier auch eingezeichnet, gibt es rund um so einen Tümpel oder Teich mehrere Stellplatzoptionen für Wohnmobile. Da war ich selbst noch nicht, soll aber auch ganz gut sein. Nach Norden hingegen abzubiegen mit dem Auto empfiehlt sich dann nicht, beziehungsweise nicht weiter als zum Family Camp, denn oben kommt ein Sperrgebiet, ein militärisches, was mit dem Auto eigentlich irrelevant ist. Allerdings endet dort auch nördlich unser Kitespot, wie wir später sehen werden. Da stehen auch Schilder entsprechend am Strand und dort befindet sich an der Grenze kurz davor auch eine schöne große Flachwasserlagune. Schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen näher an. Bevor es an den Spot geht, aber hier nochmal die Tipps zum Übernachten. Das hier ist der größere Campingplatz La Kolk, direkt an der Überfahrt, die du unten siehst im Bild.
ist der größere Platz etwas wuseliger, ein kleines bisschen teurer auch, dafür sehr gute Infrastruktur, viele Shops und einen tollen Supermarkt mit einer sehr guten Bäckerei, die ich empfehlen kann. Mein Tipp dennoch, nach der Überfahrt gleich rechts abbiegen und auf den kleineren Family Campingplatz gehen. Den finde ich deutlich entspannter, auch faire Preise, gibt es auch Stellplätze oder man kann, wie hier gezeigt, auf einer großen Wiese mit anderen zusammenstehen. Einzig nur ein bisschen vorsichtig sein, wenn die Wiese im Frühjahr feucht ist oder im Herbst und ihr ein schweres Fahrzeug habt, dann könnt ihr gerne mal auch dort in der Wiese stecken bleiben. Alternativ kannst du dir natürlich auch eine der vielen Ferienhäuschen einfach mieten, die es da wie überall in Dänemark auch in großer Stückzahl und in toller Lage gibt. Einfach bei den üblichen Vermietungen nachschauen. Jetzt aber zurück ans Meer, denn dafür sind wir ja eigentlich hier. Und ein erstes wichtiges Detail zum Spot ist, dass auf Röm im Lauf des Jahres viele Testivals stattfinden von verschiedenen Kiteshops. Einfach bei Google Testival und Röm eingeben und dann wirst du finden, was in nächster Zeit dort los ist. Ist für dich eine tolle Gelegenheit, dann nicht nur den Spot kennenzulernen, sondern vielleicht auch dein nächstes Board oder deinen nächsten Schirm. Jetzt sehen wir uns den Spot einmal mit Blick Richtung Norden an. Nordsee-typisch hast du hier einen relativ langsam abfallenden Strand und damit vorgelagert mehrere Sandbänke und je nach Tidenstand dazwischen wunderbare Flachwasserzonen, weil vorne dran die Wellen gebrochen sind. Auch ergeben sich damit gute und klare Bereiche, in denen die Wellen brechen und gerade wenn du ordentlich Wind hattest aus Nordwest oder manchmal auch Südwest und dort richtig gute, große Wellen reinlaufen, ist es ein toller Wavespot mit gut definiertem Bereich, in dem die Wellen brechen. Wenn ordentlich Wind ist und je nach Tidenverlauf kann es da durchaus auch ordentlich Strömung geben im Wasser, darauf also achten. Felsen gibt es keine, ist alles wunderbar sandig. Allerdings, merkwürdigerweise, gibt es am Strand immer so einen bestimmten Abschnitt, etwa 50 Meter. Da sind super viele Muscheln, die sind jetzt nicht richtig schlimm, die können einen barfuß an den Füßen ein bisschen ärgern, aber vor allen Dingen haben die das Talent, deinen Kite aufzuschlitzen, wenn du ihn landest, also da ein bisschen aufpassen. Ganz besonders sind hier natürlich auch die Parkmöglichkeiten. Du kannst so nah ans Wasser ranfahren, wie du möchtest und wie mutig du bist. Denk aber dran, nicht dein Auto zu versenken, wenn du draußen bist und viel Spaß hast und das Wasser mehr und schneller kommt, als du dachtest. Übrigens, da ist auch immer ein Stückchen tiefer Sand mit dabei und jeder bringt es auch gerne mal fertig, hier sein Auto schön einzugraben. Und natürlich gilt es auch, die Natur zu schützen und auch die anderen Nicht-Kiter und Schwimmer, die hier am Strand sind. Also da einfach, auch wenn man vieles darf, sehr achtsam sein, damit uns dieser tolle Spot auch zukünftig erhalten bleibt. Jetzt habe ich im Video schon ein paar Mal von einer Flachwasserlagune erzählt, der Traum natürlich für alle Freestyler. Tatsächlich, wenn richtig Hochwasser ist, dann läuft ganz im Norden, kurz vor dem Sperrgebiet der Militärzone, die mit Schildern ausgezeichnet ist, ein Bereich voll und da kann man wunderbar reinfahren und jede Menge Flachwasserspaß haben. Geht aber tatsächlich nur bei Hochwasser. Unabhängig von der Tide kannst du bei wenig Wind in Röm auch super viel Spaß auf dem Foil haben. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Schau dir auch gerne meine anderen Spotchecks an von Nord- und Ostsee oder auch von unseren Urlaubsreisen und bis hoffentlich ganz bald mal auf Röm.